Unser Projekt WOW, Woman Power at Work, ist ein Programm im Rahmen der Initiative Gleichstellen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Es hat die Zielstellung, mittelständische Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Fach- und Führungskräfte zu entwickeln, insbesondere Frauen in mittelständischen Unternehmen in Führungspositionen zu bekommen. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Programm einen Teil dazu beiträgt, eine Sicherung unserer Fach- und Führungskräfte für die Zukunft zu gewährleisten. Ja, früher war ich sehr unsicher und sehr angespannt und mittlerweile bin ich schon viel lockerer und offener geworden. In unserem Seminar habe ich gelernt, Kritik anzunehmen und mit dieser Kritik auch umzugehen. Also ganz interessant finde ich die direkte Reflexion der anderen. Was ich so direkt bekomme im Gespräch, in der einzelnen Übung, das macht auch richtig Spaß. Das ist auch eine Sache, mit der man sich vielleicht zu wenig beschäftigt, weil man viel zu sehr in diese normalen Abläufen steckt. Ganz gut gefällt mir an dem Seminar die Mischung aus Theorie und Praxis. Man kann sehr viele persönliche Ereignisse und Gegebenheiten mit reinbringen und durch diesen theoretischen Teil, durch die Dozenten, hat man die Möglichkeit, das so zu vermischen und auch zu erlernen. Also man nimmt immer was mit. Es ist nicht so dieses Theoretische, immer an der Tafel runtergelesene oder nach dem Skript arbeitende, sondern es ist dieses, ich kann das leben, was ich jetzt hier erlerne. Mein Ziel für das Seminar ist, den Umgang mit meinen Kolleginnen und meinen Mitarbeiterinnen zu verbessern, ein bisschen härter durchgreifen zu können, weil da habe ich momentan einfach ein bisschen Schwächen noch, da bin ich manchmal einfach zu nett und zu nachsichtig. Und das ist für mich so der Hauptanreiz an dem Ganzen, einfach ein bisschen die Sachen trennen zu können auch, das Persönliche und das Berufliche. Mich hat besonders an dem Kurs beeindruckt, diese Wahrnehmung eigener Aussagen. Also man hat ja 4 Ohren, man kann das übers Beziehungsohr hören, übers Aufforderungsohr und dieses Bewusstsein, dass andere Menschen die eigene Aussage unterschiedlich aufnehmen, das hat mir schon sehr geholfen. Es gibt ja Situationen, wo man sich einfach ein bisschen unsicher ist, wo man sagt, das Gespräch hätte ein bisschen anders verlaufen können und sowas lernt man hier einfach. Ich kann das nur weiterempfehlen. Ich habe bei mir schon eine deutliche Entwicklung spüren können. Ich bin sehr selbstbewusst geworden. Ich habe jetzt einen sehr guten Umgang mit meinen Mitarbeitern und meinen Kolleginnen. Und ich bin wirklich rundum zufrieden und begeistert von diesem Programm. Mich hat das Weiterbildungsprogramm Woman at Work vor allen Dingen im persönlichen wie auch im beruflichen Umfeld sehr weitergebracht. Frauen spielen in unserem Unternehmen eine sehr wichtige Rolle. Um sie weiterzubilden, sind wir sehr daran interessiert, bei uns im Umfeld Unternehmen und Coachingpartner zu finden, die diese Rolle für uns übernehmen können. Also ich habe oft einmal, gerade wenn diese Fragerunden sind, die Erfahrung gemacht, dass andere mich in der Position sehen, wo ich denke, oh Gott, das bin ich doch eigentlich gar nicht. Dann denke ich mal drüber nach und dann, ja okay, vielleicht habe ich doch diese Eigenschaften und deswegen kann ich das nur jedem empfehlen. Es ist eigentlich nicht, dass ich was lerne, sondern dir wird ein Spiegel vorgehalten. Und zwar ganz unerwartet. Jemand sagt dir, du hast es so gemacht, das war nett, aber du wirst dein Ziel damit nicht erreichen. Und das sagt dir erstmal keiner. Ja, es hat mich persönlich verändert. Die Reflexion, die ich spüre, ist, ich nehme es anders wahr auf alle Fälle. Also ich merke vielleicht so ein paar Indikatoren, die ich früher vielleicht nicht so beachtet habe oder ignoriert habe, ja. Ich bin bei WOW, weil ich mich gern weiterentwickeln will, weil ich lernen will, wie man mit Mitarbeitern umgeht, wie man sie am besten führen kann und weil ich mir erhoffe, dass es da ganz viel auch an mir noch zu entdecken gibt, was ich noch nicht weiß. Was bei dem Projekt für uns ganz wichtig ist, ist einfach die persönliche Weiterentwicklung von unseren Mitarbeiterinnen und dass wir den Mitarbeiterinnen eben dieses durch das Projekt ermöglichen konnten. Vom Frauenpower-Seminar habe ich mitgenommen, dass auch Frauen gute Führungskräfte sein können. Nach dem Frauenpower-Seminar kann ich jetzt entspannter mit schwierigen Lieferanten umgehen. Die Damen, die an dem Projekt teilnahmen, sind selbstbewusster geworden. Sie trauen sich mehr reden, können sich besser ausdrücken. Und wir freuen uns darüber, weil wir sie später in ihre Führungsposition einsetzen wollen. Ich versuche das, was ich hier lerne, mit nach Hause zu nehmen in die Firma, nachdem ich die Firma nicht alleine leite, sondern mit meinem Mann zusammen. Dann ihm Sachen zu vermitteln, wo ich denke, das wäre auch gut, wenn er das wüsste. Man sieht im Prinzip,
was ich mir selbst nicht zugestehen kann. Und das passiert den ganzen Tag, was man so hat. Und sobald man diese Erkenntnis hat, wird man automatisch entspannter. Man kann mit sich selbst viel besser umgehen. Also ich finde dieses Seminar im Prinzip nicht nur als Führungsperson, sondern das geht so in die Tiefe, dass man sich persönlich so gut weiterentwickeln kann. Also durch das Projekt habe ich gelernt, mich selber kennenzulernen, mit Hilfe natürlich der anderen Teilnehmer, die mir einfach gesagt haben, wie ich bin, wie ich auf sie wirke und dadurch ich einfach meinen Weg gefunden habe, wie ich bin. Ich bin immer gerne zu den einzelnen Treffen gegangen, habe mich jedes Mal darauf gefreut, eben auf die Atmosphäre, auf die Leute, auf das, was man neu mitnimmt. Das war auch immer eine Überraschung. Die Themen waren zwar schon fest zum Teil, aber man hat nicht gewusst, was dabei rauskommt. Es war jedes Mal aufregend, spannend und wie gesagt, ja, ich war über mich selber überrascht, was ich daraus mache. Auf das Projekt wurden wir aufmerksam durch eine Informationsveranstaltung der Firma Pschera. Und speziell die Mitarbeiterinnen sollten sich weiterentwickeln. Ich fand das eine sehr, sehr gute Idee, gerade unsere Abteilungsleiterinnen auch fachlich und menschlich weiterzubilden. Die Schulung hat mir sehr viel gebracht, vor allem weil ich mein Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein unheimlich gesteigert habe. Der Kurs hat mir die Kraft gegeben, bestimmte Dinge in der Firma zu verändern und auch die Veränderungen zu begreifen. Wow, Women Power at Work, das kann man wörtlich nehmen. Zu Beginn des Seminars lauter ungeschliffene Diamanten, jetzt kommen echte Führungskräfte zurück in ihre Unternehmen. Die bringt es kurz und bündig und die bringt es aber auch auf den Punkt. Und das macht natürlich Sinn für einen Unerfahrenen, ist super.